Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zu einem Thema, das zentral für unser Land und daher immer wieder Wahlkampfthema ist: Bildung. Warum? Weil davon langfristig betrachtet unsere Zukunft abhängt. Die komplexen Anforderungen moderner, globaler Gesellschaften erfordern viel von den Menschen. Vor allem verlangen sie Kompetenzen, die weit über das rein Fachliche hinausgehen, auf die wir bislang aber relativ wenig Wert legen in der Ausbildung. Über solche Themen wie Schlüsselkompetenzen gibt es gerade in den Medien endlose Systemdiskussionen. Meist handelt es sich dabei um ideologische und parteipolitische Auseinandersetzungen. Die Frage ist, geht es auch anders? Tatsächlich muss Politik nicht nur formen, sie muss auch Gesellschaft bilden. Wirkliche Bildung aber setzt einen flexiblen Lebenszusammenhang voraus und kein ideologisch in alle Zukünfte festgelegtes Menschenbild. Es geht nicht um Ideologie, sondern darum, dass Bildung funktioniert. Es geht um etwas Praktisches, Lebensnahes, Pragmatisches, wenn Sie wollen. Viele denken, wenn sie pragmatisch hören, an Wirtschaftskompetenz. Hilft sie uns in unserem Staat zu überleben? Mal angenommen, wirklich nur mal angenommen, das wäre so. Müsste man da nicht einmal ebenfalls unideologisch untersuchen, wer oder was Deutschland eigentlich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut durch die Krise geführt hat? Die meisten werden darauf antworten, na, unsere Großunternehmen. Wäre es so, hätten wir längst verloren. Die USA haben 4-mal, Japan doppelt so viele globale Großunternehmen wie wir. Auch Frankreich hat mehr. Also? Sie sind die bekannten Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft. Global Player und die teuersten DAX-notierten Firmen Deutschlands. Sie scheinen Deutschlands Wirtschaft auf dem Weltmarkt zu repräsentieren. Aber auch sie tragen in hohem Maße zur deutschen Wirtschaftsstärke bei. Die flexiblen Rollhundeleinen von Flexi. Manfred Bogdan ist ihr weltgrößter Hersteller. Damit gehört er zu den Hidden Champions, deutschen Firmen, deren Namen meist unbekannt sind, die aber in ihrem Segment an der Spitze stehen. Rund 2700 dieser heimlichen Marktführer gibt es weltweit. Alleine 1300 davon, also ungefähr die Hälfte, sind in Deutschland beheimatet. Sie definieren sich so: Erstens gehören sie zu den Top 3 in der Welt und zweitens liegt ihr Umsatz unter 5 Milliarden Euro. Sie sind Teil des German Mittelstand, der den Löwenanteil von 70% aller deutschen Exporte beisteuert. Im deutschsprachigen Raum, genauer in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg, erwirtschaften die Betriebe einen Umsatz von 900 Milliarden Euro. Über 26% der gesamten deutschen Exporte gehen auf das Konto der Hidden Champions. Sie beschäftigen insgesamt 1,4 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Was macht diese Firmen so besonders? Genau das hat der Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor Hermann Simon untersucht und dabei den Begriff der Hidden Champions geprägt. Die Zauberformel ihres Erfolgs, so Simon, ist ein Mix aus Tradition, Innovation, Firmenkultur und Internationalität. Rund 1000 von ihnen sind Familienunternehmen mit einer starken Persönlichkeit an der Spitze. Sie besitzen ein wertvolles Stammpersonal, das seit Jahrzehnten in der Firma arbeitet. Der innere Zusammenhalt ist groß, alle ziehen an einem Strang. Da sich die heimlichen Gewinner nur auf ein Produkt spezialisieren, setzen sie Standards und Maßstäbe in ihrer Nische. Sie investieren wesentlich mehr in Forschung und Entwicklung als Großkonzerne. Die Folge: überdurchschnittliche Wachstumsraten und gute Gewinne. Vor allem stellen diese Weltmarktführer ihre Produkte zum größten Teil noch in Deutschland her. Das Outsourcing in die Billigländer betreiben sie nicht. Auf diese Weise bleibt die Qualität der Spitzenprodukte bewahrt. Außerdem bieten viele von ihnen ihre Produkte im Direktvertrieb an, was Kundennähe schafft. Unter anderem spielte die deutsche Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts für den Erfolg der Hidden Champions eine Rolle. Die einstige Enge sorgte dafür, dass deutsche Firmen von Anfang an international arbeiten und international denken mussten, sonst wären sie nicht gewachsen. Ein Drittel der Hidden Champions sieht ihre schärfsten Wettbewerber im eigenen Land, oft sogar in regionaler Nähe. Die harte interne Konkurrenz trägt entscheidend zur Export- und Wettbewerbsstärke dieser Unternehmen bei. Die meisten von ihnen haben die Wirtschaftskrise gut überstanden.
Nicht zuletzt sind es die typisch deutschen Tugenden wie Gründlichkeit, Zuverlässigkeit und Präzision, die zum globalen Erfolg des deutschen Mittelstandes beitragen. Deshalb sind die Hidden Champions, so Hermann Simon, bestens dafür gerüstet, Globalia, die veränderte Welt der Zukunft, geprägt vom rasanten Wachstum der Schwellenländer, zu erobern. Zwei Gäste habe ich heute eingeladen, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Hermann Simon, schönen guten Abend. Guten Abend. Ehemals Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing, Gastprofessor unter anderem an der Harvard Business School, an der Keio-Universität Tokio und am MIT. Jetzt berät Hermann Simon Unternehmen weltweit, ist Chairman von Simon Kucher & Partners und der Fachmann, muss man sagen, für Hidden Champions. Sein Buch Hidden Champions, Aufbruch nach Globalia, die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer, gehört zu den aufregendsten für mich und lehrreichsten Wirtschaftsbüchern. Wir verlosen es über unsere Internetseite 5-mal, wie auch das Buch meines zweiten Gastes, das den Titel trägt Philosophie einer humanen Bildung. Geschrieben hat es Julian Niederrümelin. Schönen guten Abend. Professor für Philosophie an der LMU München, ehemals Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und Staatsminister für Kultur und Medien. Herr Simon, nicht die DAX-Unternehmen haben wir gelernt, sondern der Mittelstand hat Deutschland durch die letzten Krisen getragen. Was nochmal ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist zweifach. Erstens Fokussierung. Diese Unternehmen sind also fokussiert, spezialisiert. Das ist Voraussetzung für Weltklasse. Fokussierung macht aber einen Markt klein. Wir haben das Beispiel der Hunderollleinen gesehen. Wenn Sie die nur in Deutschland verkaufen, dann können Sie nicht wachsen. Und deshalb kommt der zweite Pfeiler hinzu, Globalisierung. Diese Hunderollleinen können Sie in 100 Ländern kaufen und damit wird der Markt groß. Also Fokus für Weltklasse und das Geschäft auf die ganze Welt ausdehnen. Warum sind die so unbekannt? Also viele Firmen in Ihrem Buch haben mir nichts gesagt. Zulieferer zum Beispiel, die ich nicht kenne. Ich vermute viele andere Menschen auch nicht. Warum? Es gibt verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist, dass diese Firmen sehr verschwiegen sind, hidden bleiben wollen, um nicht unnötig Konkurrenz zu wecken und um nicht vom Geschäft abgelenkt zu werden. Es gibt eine Studie, nach der Unternehmen umso erfolgreicher sind, je weniger die Chefs in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, in der Presse auftreten. Und das beherzigen die. Es gibt aber dann natürlich technische Gründe. Die Teile, die in ein Auto hineingehen, sieht man nicht. Niemand weiß, dass in Hochhäusern ein Pendel schwingt, das von einer Berliner Firma gemacht wird, um die Balance zu halten. Also man sieht die Produkte nicht. Und dritter Grund, keiner denkt daran, dass jemand die Knöpfe oder solche einfachen Sachen machen muss oder Reißbrettstifte. Diese Weltmarktführer sitzen in Deutschland auch bei diesen Produkten. Es gibt ja Stimmen von außerhalb, also gerade auch aus dem Ausland, die sagen, naja, diese Deutschen, das sind halt irgendwie doch graue Mäuse, die haben sich sozusagen die Produkte ausgewählt, die keiner sonst herstellen will, die irgendwie langweilig und grau sind. Ja, das ist eben das Missverständnis der Märkte der Welt. Wie viele Märkte gibt es auf der Welt? Keiner weiß das. Ich sag mal 10.000. Von diesen 10.000 sind höchstens 100 große Märkte, wo also die Googles, die Apples oder die Autohersteller aktiv sind. Und 98% sind kleine Märkte. Und dort sind unsere Hidden Champions unterwegs und die Nummer 1 in der Welt. Wie viel Akademiker oder wie hoch ist der Akademikeranteil in diesen Firmen? Der ist 20% und hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. In absoluten Zahlen von 100 auf 400 vervierfacht, weil die ja gewachsen sind. Man kann also auch sagen, das sind eigentlich Forschungsinstitute mit angehängtem Produktionsbetrieb. Jetzt steigen wir sozusagen fast mitten in die Diskussion ein. Wir kommen ja zu den philosophischen Aspekten, kommen wir ja noch. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, also für jemand wie Sie als Universitätslehrer, zu sagen, naja, scheint nicht so schlimm zu sein, dass nicht jeder studiert. Da werden wir ja im Ausland richtig bös ebenfalls auch kritisiert, weil eben nicht bei uns so viele Leute studieren. Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Das scheint ja einer der Gründe dafür zu sein, dass es uns wirtschaftlich einigermaßen gut geht. Also was ich aus diesen Analysen vor allem entnehme, ist Besonderheiten, die abweichen von dem, was international Standard ist, müssen sich nicht negativ auswirken.
Wir haben weniger Finanzsektoranteil an der Gesamtwirtschaft, weit weniger als Großbritannien. Wir haben mehr Mittelstand, wir haben Stadtsparkassen, wir haben Raiffeisenbanken, alles Merkwürdigkeiten aus internationaler Sicht. Wir haben eine niedrigere, deutlich niedrigere Akademikerquote, auch eine Merkwürdigkeit. Und es ist sehr gefährlich, wenn man generell der Auffassung ist, wir müssen möglichst weitgehend uns anpassen dem, was üblich ist, weltweit, weil dann geht's uns gut. Das ist ein Irrtum und da konvergiert das ziemlich stark, also Ihr Befund und das, was ich zur Bildung meine. Man kann sich auch unterscheiden und gerade deswegen Erfolg haben. Weil man sich unterscheidet, da gehört Mut dazu und man muss wissen, um was es eigentlich geht, was einem wichtig ist. Also könnte man doch zunächst mal, also jenseits der Systemdiskussion festhalten, einen ersten wichtigen Punkt. Es ist gar nicht zentral, dass der Output von Schulen darin besteht, dass möglichst viele Menschen studieren. Also ich will es mal so formulieren, wir müssen uns sehr davor hüten, eine Botschaft an junge Menschen zu vermitteln, die ungefähr folgendermaßen lautet: Wer sich hinreichend anstrengt und hinreichend was im Kopf hat, der studiert. Und wer auf dem Wege dorthin scheitert, für den gibt es noch andere Angebote. Ist das aber ein Verlierer eigentlich. Wäre eine hochgefährliche Botschaft. Wir produzieren ohnehin viel zu viel Verlierer in unserem Bildungssystem. Und das würde das Ganze auf die Spitze treiben. Aber generell, ich will es mal provokativ zuspitzen, es gibt eine Studie der Bayerischen Wirtschaft, des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, die kommt zum Ergebnis, dass 2020, also sehr nah, in naher Zukunft, etwa 220.000 Fachkräfte fehlen, davon 43.000 Akademiker. Das heißt, die Gleichsetzung von Fachkräftemangel mit Akademikermangel, wie wir es über weite Strecken hatten, ist offenkundig falsch. Und es gibt ein zweites interessantes Befund, dass die Lebensarbeitseinkommen, also über das ganze Leben gerechnet, von Facharbeitern und Akademikern im Westen Deutschlands konvergieren und nicht divergieren, wie man vielleicht meinen könnte, wenn wir in erster Linie einen Akademikermangel hätten. Also selbst wenn es ums Geld geht, muss man sagen, es bedeutet nicht unbedingt einen Vorteil, ein Akademiker zu sein. Ja, und es ist ein Signal der Märkte. Ja, das ist klar. Ich kenne viele Handwerker und Facharbeiter in diesen Spitzenfirmen, die verdienen deutlich mehr als viele Akademiker, weil sie ein Know-how haben, das einzigartig in der Welt ist. Und dafür wird natürlich gezahlt. Und wir haben uns vorher ja kurz darüber unterhalten, die Fluktuationsrate in diesen Betrieben ist auch im Vergleich mit dem Gesamtmarkt sehr gering. Das heißt, die Leute wollen offensichtlich auch nicht weg, sonst würden sie es tun. Die ist 3%, Schnitt für Deutschland 7,3%. Also die verlieren praktisch keine Mitarbeiter. Das ist auch sehr wichtig, weil vieles Know-how kommt ja nicht nur in der Ausbildung, sondern dann in der praktischen Arbeit. Und die Fluktuationsquote ist viel wichtiger als der Krankenstand. Wer krank ist, kommt nach einer Woche wieder. Wer weggeht, nimmt seine ganze Erfahrung, sein ganzes Wissen mit. Okay, dann werden Sie vielleicht jetzt sagen, naja, was hat denn das bislang mit Bildung eigentlich zu tun? Will der jetzt Bildung auf Ökonomie reduzieren? Warum geht es nicht um was ganz anderes, um das Menschenbild etwa? Keine Sorge, dazu kommen wir noch. Lassen Sie uns erst noch einmal gemeinsam genauer verstehen, was uns überhaupt wirtschaftlich stark macht, bevor wir lautstark nach Schulen rufen, denn Sinn und Zweck angeblich sein soll, uns wirtschaftlich nach vorne zu bringen, ohne dass wir genau wissen, wie wir das machen und um was es da eigentlich geht. Wenn die Hidden Champions so erfolgreich sind, Weltmarktführer eben, liegt es nahe, dort einmal nachzufragen, was die denn in Sachen Bildung und Schule erwarten und was sie wirklich brauchen. Die Antwort werden Sie vielleicht überraschen. Durchschlag am St. Gotthard. 2016 soll der längste Eisenbahntunnel der Welt fertig sein. Ermöglicht wurde diese technische Meisterleistung durch Tunnelbohrmaschinen der Firma Herrenknecht. Wo immer auf der Welt U-Bahnen gebaut werden, unterirdische Verkehrswege oder Versorgungsleitungen, sind Vortriebsmaschinen von Herrenknecht gefragt. 1977 gegründet, ist die mittelständische Firma aus Schwanau bei Offenburg inzwischen Weltmarktführer. Was wir anders machen, wir sind relativ frühzeitig in China gewesen. Ich habe die ersten Besuche in China und Russland 1990 durchgeführt, 1986 in Russland. Das heißt, du musst ja relativ frühzeitig in die Welt gehen, dort schauen, was notwendig ist, was die brauchen, wo die Nachfrage ist. Die Firma Otto Bock stellt seit 1919 Prothesen her. Auch hier führt die frühe globale Präsenz zum Erfolg.
Neben der Zentrale in Duderstadt bei Göttingen gibt es inzwischen Vertriebs- und Servicestandorte in 49 Ländern. Heute wird Otto Bock vom Enkel des Firmengründers geleitet. Wie schafft man es, sich dauerhaft an der Weltspitze zu halten? Wir sind neugierig, Dinge nach vorne zu treiben. Wir sind neugierig, Ideen aufzunehmen, die dann umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element in der DNA eines Hidden Champions, eines Weltmarktführers, dass diese Neugierde und Spielfreude auch zugelassen ist. Und dafür sind natürlich mittelständische Familienunternehmen eine gute Basis, da wir langfristig denken. Wir denken nicht in Quartalen, sondern wir denken eher in Jahrzehnten. Ein konsequenter Markenaufbau, die Absicherung durch Patente und ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Das sind weitere Voraussetzungen für den Erfolg mit Nischenprodukten. Doch wie schützt man sich gegen Billiganbieter und Produktpiraten? Meines Erachtens das Einzige, was hilft, du musst besser sein wie die Konkurrenz. Also immer wieder Innovation und Innovation und, an der Spitze der Pyramide mitzuarbeiten. Und da musst du halt einmal intensiv rangehen, ausruhen und sich dann auf Patentstreit auszulassen. Als Mittelständler haben sie keine Chance. Also wir investieren zurzeit ungefähr 7% vom Umsatz in F&E, in Forschung und Entwicklung mit steigender Tendenz. Und die steigende Tendenz ist zu verzeichnen bei all meinen Kollegen. Also der Aufwand für Forschung und Entwicklung nimmt zu. Entscheidend ist auch die Firmenkultur. Familienunternehmen entwickeln flache Hierarchien mit Führungspersönlichkeiten, die ihre Mitarbeiter motivieren und für ein gemeinsames Produkt begeistern können. Das Gleiche gilt für den Produktservice und die Pflege der Kundenbeziehungen. Das schafft enge Bindungen. Wir sind nicht börsennotiert, wir sind inhabergeführt in der dritten Generation. Also wir haben quasi in 100 Jahren 3 CEOs gehabt in Otto Bock, was vielleicht auch Teil des Erfolges ist, Kontinuität in der Führung. Und wir haben eben langjährige verlässliche Kontakte zu unseren Kunden, zum Markt, zu den Mitarbeitern, aber auch natürlich zu der Finanzindustrie, den Banken, den Standorten, und so steht über allem Vertrauen und Verlässlichkeit. Für Kontinuität sorgt auch die präzise Auswahl der Mitarbeiter und die Entdeckung und Förderung von Talenten. Mit einer betriebseigenen Ausbildung zieht man sich den Nachwuchs heran, der perfekt zu den Anforderungen der Firma passt. Wir haben eine Lehrwerkstatt, wo wir 240 Auszubildende haben. Das ist sehr kostenintensiv, kostet uns ungefähr 10 Millionen pro Jahr mit den ganzen Lehrmeistern, die wir haben. Aber wir legen sehr hohen Wert nachher auf die Ausbildung, dass die mit dem Produkt gut auskommen. Klar, auch gebietsspezifisch für uns ausgelegt. Aber ich glaube, das ist das beste Rüstzeug. Wir haben in diesem Jahr 30 neue Auszubildende im Haus und hatten für diese Ausbildungsplätze knapp 450 Bewerbungen. Also wir können praktisch durch die Kraft der Marke und durch die Eigenschaften des Familienunternehmens uns loskoppeln, auch vom Negativtrend Demografie. Und ich kriege hervorragende Bewerbungen eigentlich auf allen Ebenen. Der Faktor Mensch ist also die wichtigste Ressource. Werden diese Firmenleiter auch in Zukunft ihr Personal bei uns finden? Was erwarten Sie von den Schul- und Hochschulabsolventen von morgen? Wenn man Ihr Buch liest, dann stellt man fest, Sie äußern sich eigentlich immer wieder, manchmal zwischen den Zeilen, manchmal direkt über Bildung. Und ich habe mir mal so ein paar Stichworte rausgeschrieben. Also feinmechanische Kompetenz, wissenschaftliche Kompetenz, Bedeutung von Sprachen, aber auch, das vielleicht überraschend, soziale Kompetenz und kulturelle Horizonterweiterung. Alles so Stichworte. Was glauben Sie, braucht die Mehrzahl dieser Betriebe, über die wir berichtet haben, vom Bildungssystem? Also wenn Sie das in dem Buch gelesen haben, stimmt das so? Hoffe ich doch. In der Tat werden alle diese Kompetenzen gebraucht. Wenn ich zwei hervorheben dürfte, wäre das einmal die
die technologische Kompetenz, verbunden damit auch die Produkte verkaufen zu können. Was Beratung, unsere Produkte werden immer komplizierter und damit die Anforderungen auch an die Verkäufer werden immer höher. Das ist der eine Faktor. Der andere ist internationale Erfahrung. Wir haben an diesen beiden Firmen gehört, Otto Bock hat 49 eigene Tochtergesellschaften im Ausland. Bei Herrenknecht sind es 58. Da brauchen Sie Bataillone von Mitarbeitern, die Sie in der ganzen Welt einsetzen können. Da kann man nichts mit Leuten anfangen, die keine fremden Sprachen sprechen, die Angst haben, zu Montageeinsätzen ins Ausland zu gehen. Wir brauchen also einmal hochqualifizierte Leute, was die Inhalte, die Kompetenzen angeht, und wir brauchen globale Bürger, Global Citizens, die wir in die ganze Welt hineinschicken können. Was die technologischen Aspekte angeht, reicht da Ihrer Meinung nach das duale System, das wir haben? Also nach dem 10. Schuljahr oder eben nach dem Abitur, wie auch immer, kommt also das parallele Arbeiten und Weiterbilden. Reicht das? Wir haben ja eben schon gesprochen, akademische Ausbildung, etwa 20% der Beschäftigten, 80% Facharbeiter mit dualem System ausgebildet. Und dieses System ist einmalig in der Welt und ein Pfeiler unserer Wettbewerbsfähigkeit. Und ein Beweis dafür, den ich erst kürzlich erfahren habe, in Spanien ist die Jugendarbeitslosigkeit 55%. Das Baskenland hat vor 20 Jahren das deutsche duale Berufsbildungssystem eingeführt. Dort ist die Jugendarbeitslosigkeit 8%. Ich denke, diese beiden Zahlen mit diesem System 8%, ohne dieses System 55%, sagen mehr als alle Worte. Und was vielleicht auch nicht bekannt ist, Spanien hat ja jetzt entschieden, das deutsche Berufsausbildungssystem landesweit einzuführen. Ohne Zweifel ein richtiger Schritt, aber das wird 10, 15 Jahre dauern, bis es wirkt. Aus der akademischen Warte sieht das oder sah das zumindest ja immer so ein bisschen nach einem, ich will nicht sagen nach einer minderwertigen Ausbildung aus, aber es wurde doch von akademischer Warte aus eher abqualifiziert. Also dass die sich irgendwie noch so ein bisschen theoretisch weiterbilden und was lernen, aber vor allen Dingen was Praktisches machen, naja, und das ist ja letztlich Handwerk. Weiß ich nicht, ob das wirklich generell so ist. Also für mich gilt es jedenfalls nicht. Und diese Überlegungen zur Bildung richten sich auch nicht speziell Richtung akademische Bildung, sondern da geht es schon um unsere Bildungsidee generell. Und ich glaube, dass die Unterschiede dort nicht so groß sind. Man sollte da nicht zwei Bereiche machen, sagen, das eine hat irgendwie mit solchen technischen und handwerklichen und sonstigen Dingen zu tun und das andere schwebt in den höheren Sphären, sondern die Zentralidee humanistischer Bildung, wenn man mal den Begriff, so wie ich es jedenfalls verstehe, irgendwo in der Antike beginnt und dann, klar, Humboldt, da haben Sie schon ein Buch hier auf dem Tisch liegen. Falls ich ein Zitat brauche. Ist dann gewissermaßen der das versucht, praktisch werden zu lassen. Ja, aber das beruht ja auf Kant und das hat ja viele Vorideen. Die zentrale Idee ist Persönlichkeitsbildung. Mhm. Und vielleicht müssen wir da streiten, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, heute ist diese Idee so aktuell wie noch nie. Weil man kann gar nicht mehr für eine ganz spezifische Berufsfertigkeit ausbilden, weil diese Berufe in einer solchen Dynamik sind, dass möglicherweise der Beruf, den man nun gelernt hat, in 15 Jahren so gar nicht mehr existiert. Das heißt, auch für dieses Erfolgsmodell, was ich überall verteidige, wo ich kann, weil wir leichtfertig dabei sind, es zu beschädigen, einfach quantitativ zu beschädigen. Wir nähern uns den Zahlen an, die die OECD immer gefordert hat, nämlich mehr als 50% oder 55% ist der OECD-Durchschnitt tertiäre Bildung, das heißt also Studium. Ja, und dann 15%, schlimm ist das, die überhaupt nicht so weit kommen in die Facharbeiterausbildung. Ja, dann bleibt aber eben nur ein sehr kleines Spektrum übrig und davon über 250 unterschiedliche Berufsrichtungen im Ausbildungsberufen zu bedienen, ist fast unvorstellbar. Das heißt, man muss sich da nochmal genau überlegen, wie sind die Gewichtungen und vor allem die Botschaft muss sein, das sind unterschiedliche, aber gleichwertige Wege. Ja, gleichwertige Bildungswege. Und wir selektieren nicht im Sinne von schlechter und besser, sondern wir bieten unterschiedliche Wege in den Beruf und ins Leben an. Das ist eine ganz andere Botschaft. Sehen Sie das genauso? Ich stimme voll überein, obwohl ich ja immer nach kontroversen Punkten mit einem Philosophen suche. Muss man manchmal. Eine Mahnung an die Medien. In fast jedem Bericht, ich glaube auch heute, sehen wir, wenn über Berufsausbildung gesprochen wird, Leute, die am Schraubstock feilen.
Das hat ja nichts mit der modernen Welt zu tun. Ich darf mal ein Beispiel, was jeder kennt. Früher hieß ein Autoschlosser Autoschlosser. Das war ein Mechaniker, heute heißt er Mechatroniker. Ein Auto heute hat mehr Elektronik als die Mondlandefähre 1969. Und man muss sagen, und das geht dann auf die Lernfähigkeit, wenn man bedenkt, was die deutschen Firmen es geschafft haben, in jeder einzelnen Werkstatt, in ihren Werken, die Leute auf den Stand zu bringen, dass sie diese extrem komplexen Produkte fertigen und warten können. Das klappt übrigens im Ausland nicht so. Einige der Hidden Champions haben sehr große Schwierigkeiten, im Ausland qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Miele ist so ein Beispiel, die die Maschinen reparieren und warten können und bilden deshalb im Ausland ihre eigenen Leute nach dem deutschen dualen System aus. Das ist also eine groß angelegte Sache in Indien, in China, in Brasilien. Und ich habe sogar vorgeschlagen, dieses System zu einem Weltprodukt zu machen. Leider habe ich noch keinen gefunden. Ich habe mit Bertelsmann darüber gesprochen, mit dem TÜV. Für eine große Dienstleistungsfirma könnte das ein fantastisches Weltprodukt werden. Diese Form von Selbstlernen oder Selbstausbildung in den Firmen. Ja. Wenn Sie hören. Ja, und auch der Qualitätsbegriff Geselle und Meister. In Korea, in Russland, in China auch. Da gibt es den Ausdruck Meister, um ihn von dem akademischen Master zu unterscheiden. Genau wie das Wort Mittelstand ein Weltwort geworden. Ich war im Januar in Taiwan. Der Präsident, der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, die haben nur die ganze Zeit vom Mittelstand gesprochen. Immer das Wort fließend, ohne Akzent ausgesprochen. Letzte Frage noch in der Runde. Wenn Sie hören Persönlichkeitsbildung, ist das ein Begriff, von dem Sie sagen, naja, das ist so ein etwas schwammiger, weicher, geisteswissenschaftlicher Begriff? Oder ist das ein Begriff, von dem Sie sagen, nee, der trifft eigentlich in den Kern dessen, was ich meine? Absolut. Wir brauchen Leute, die selbstständig überall in der Welt zurechtkommen. Das ist zum Beispiel dann auch kulturelle Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und wir brauchen natürlich, diese Firmen wachsen sehr stark, sehr große Zahlen von Führungskräften. Und Führung und Persönlichkeit, Führungsfähigkeit und Persönlichkeit ist für mich dasselbe. Insofern, Persönlichkeitsbildung ist von ungeheurer Bedeutung. Und eben auch Lernfähigkeit ist Teil davon und damit Voraussetzung, dass wir auch in Zukunft dort bleiben, wo wir sind, nämlich an der Spitze der Technologie und auch im Export. Dann gucken wir uns jetzt mal an, nachdem wir über Ökonomie geredet haben, was das konkret bedeutet und kommen zum Bildungssystem, das wir ein bisschen überprüfen wollen. Die Frage lautet, was für Menschen bringt unser Bildungssystem im Schnitt jedenfalls hervor? Faktisch also. Es geht nicht um Wünsche, um Hoffnung, Ideale, um das, was erreicht werden soll, sondern ums Tatsächliche. Sie wissen alle, dass es in den Dreisatländern nach der sogenannten Primärbildung einen allgemeinen zweiten Teil der Schule gibt, daher auch Sekundarstufe, also zweite Stufe genannt. Diese Sekundarstufe wird mit der 10. Klasse abgeschlossen, gleich ob in Hauptreal-, Sonder-, Gesamtschule oder Gymnasium. Danach kann, aber muss es nicht schulisch weitergehen, beispielsweise eben mit der Sekundarstufe 2 auf dem Gymnasium. Wie gesagt, kann, aber muss nicht. Jeder, der heute mit 16 Jahren die Schule verlässt, sollte die kulturellen Basiskompetenzen beherrschen. Das heißt, lesen, schreiben, rechnen, die Kenntnis der naturwissenschaftlichen Grundlagen, historisches Verstehen und die Fähigkeit zu sportlicher und künstlerischer Expression. Gemeinsam ist allen auch späteren Bildungsabschlüssen, dass man durch sie keine berufsbezogenen Kompetenzen erwirbt, sondern lediglich auf unterschiedlichem Niveau die Berufsausbildungsfähigkeit. Oberstes Ziel ist die Ausbildung der Persönlichkeit. Die allgemeine Bildung hat genau diese Dimension, dass die Persönlichkeit sich dadurch bildet, dass sie Modalitäten des Zugangs zur Welt selbstständig lernt. Und das sind dann jetzt in den Begriffen zum Beispiel von Wilhelm von Humboldt historische, ästhetische, mathematisch-naturwissenschaftliche, ästhetisch-expressive Modalitäten. Fertig. Und er sagt, und mehr gibt's nicht. Und die Unterstellung dabei ist, dass das die unterschiedlichen Formen sind, in der ich Welt erfahren, Welt beurteilen, Welt kritisieren, aber auch Welt gestalten kann. Und erfahren, kritisieren, gestalten, Urteilskraft entwickeln und Handlungsmöglichkeiten erwerben, das ist die dahinterstehende Idee. Die Idee einer handlungsfähigen, autonomen Persönlichkeit.
Kann unser Bildungssystem diese Forderung einlösen? Und wie wollte man die autonome Persönlichkeit evaluieren? Leichter fällt es, messbare Standards für einzelne Fächer zu entwickeln, Wissen fachspezifisch zu quantifizieren und zu vergleichen. Dabei zeigt sich, dass die Effekte deutlich hinter den Vorgaben zurückliegen. Und international, siehe PISA-Studie, befindet sich Deutschland nur im Mittelfeld. Die Standards, die wir gegenwärtig entwickeln und haben in den Kernfächern, also Deutsch bis Mathematik, Naturwissenschaften, unterscheiden 5 Kompetenzstufen. Dabei ist die Kompetenzstufe 1 die schlechteste und 5 die beste. Das Ziel wäre natürlich, dass nach Möglichkeit aller Absolventen der Schulen auf der Stufe 5 die Schule verlassen. Die Realität sieht so aus, dass das fast niemand tut. Wir haben gute Mittelwerte, eine schmale Spitze und wir haben, das ist ganz unverkennbar, eine ganz schlechte Basis. Etwa 20% der Absolventen beim mittleren Schulabschluss verlassen die Schule ohne die notwendigen Basiskompetenzen. Das heißt, 20% der 16-Jährigen verfügen damit nicht über die Grundlagen für eine erfolgreiche Berufsausbildung. Großes Lob erhält Deutschland von anderen Ländern für sein duales System von Betriebsausbildung und Berufsschule. Welche Lernziele setzt sich die berufliche Bildung? Ziel der beruflichen Bildung ist berufliche Handlungskompetenz. Und das heißt eine hohe berufliche Fachkompetenz. Wir unterscheiden hier Wissen und Fertigkeiten, verbunden mit einer hohen personalen Kompetenz. Und damit meinen wir Sozialkompetenz. Sozialkompetenz zu verstehen als Kommunikationsfähigkeit beispielsweise oder Konfliktfähigkeit erwerben und sogenannte Selbstständigkeit, wo wir beispielsweise eine hohe Selbstreflexivität erwarten des Absolventen oder auch eine Kompetenz, selber ungeleitet lernen zu können. Inwieweit hier Anspruch und Wirklichkeit übereinstimmen, hängt von den Bedürfnissen der einzelnen Betriebe ab. Doch die eigentliche Katastrophe unseres Bildungssystems ist die hohe Zahl von Abbrechern und Gescheiterten, denen keine Perspektive geboten wird. Wir beklagen auf der einen Seite 60.000 junge Leute, die jedes Jahr ohne Schulabschluss die allgemeinbildenden Schulen verlassen. Wir verzeichnen zurzeit rund 60.000 junge Menschen, die im sogenannten Übergangssystem sind. Das heißt, als ausbildungswillig und ausbildungsfähig registriert sind, aber nicht in einem Ausbildungsverhältnis sind. Und wir beklagen natürlich auch 1,4 Millionen junge Menschen, junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 29 Jahren, die ohne Berufsabschluss sind. Fazit: Es gäbe keinen Fachkräftemangel, wenn wir diese jungen Menschen ausbilden würden. Und wie sieht es an den Hochschulen aus? Die Verkürzung der Studienzeiten hat dazu geführt, dass 1/3 aller Studenten scheitert. Das durchökonomisierte System produziert an der Spitze stromlinienförmige Streber, aber keine autonomen Persönlichkeiten. Eigensinn, Kreativität und soziale Kompetenz, Fehlanzeige. Aber gerade diese Eigenschaften bringen der Wirtschaft Wettbewerbsvorteile. Die Humboldtschen Ideale haben nicht ausgedient, aber wir sind dabei, uns immer mehr von ihnen zu entfernen. Sie machen ja klar, was diese Humboldtschen Ideale eigentlich sind, woher die kommen und wie man die begründen kann, also argumentativ. Was ist das Zentrale dieses Menschenbilds in Ihren Augen und was sind dann die Basiskompetenzen, die sich daraus ergeben? Also der Humboldt spielt hier vor allem deswegen eine Rolle, weil er sehr abgetan und abgewertet wurde und ich gesagt habe, naja, der hat aber etwas zu tun mit der Erfolgsgeschichte der deutschen des deutschen Bildungsweges im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert, bis die Nationalsozialisten und 2 Weltkriege das zerstört haben. Deswegen habe ich Humboldt verteidigt. Aber es geht eigentlich nicht im Kern um Humboldt, sondern es geht mehr darum, sich klarzumachen, was sind eigentlich die Inhalte, was für eine Idee haben wir, was für eine kulturelle Leitidee führt zu bestimmten Reformen und welche spricht gegen bestimmte Reformen. Und da will ich vielleicht das auf 3 Prinzipien, oder das versuche ich hier zu erläutern, zurückführen. Einmal Einheit der Person. Die Personen sind nicht nur Aufnahmebehälter für Kenntnisse, die sie dann ausspucken bei der nächsten Prüfung und nach kurzem wieder vergessen. Da gibt es viele Studien dazu. Mhm.
sondern sie sind ästhetische Wesen, ethische Wesen, die sich über Wertfragen Gedanken machen, soziale Wesen, die in Kontakt zu anderen sind, physische Wesen, das Physische spielt eine ganz untergeordnete Rolle in den Schulen. Sport, Kunst, Sport, Musik. Der Platon meint, Musik und Sport ist der Beginn aller Bildung. Ja, so. Ja. Das ist 2500 Jahre her. Jetzt hat man auf den PISA-Schock, der heilsam war in mancher Hinsicht, damit unter anderem reagiert, dass noch weniger musischer Unterricht und noch weniger Sport stattfindet, was absurd ist. Weil man den Quatsch nicht braucht, weil man muss ja Chinesisch lernen, Mathematik und so weiter. Das ist also eine Fehlentwicklung. Also Einheit der Person, Einheit des Wissens. Die Dinge lassen sich nicht in kleine Schublädchen stecken, sondern die Dinge hängen zusammen. Also Urteilskraft, da ist vorher auch davon gesprochen worden. Ja, Urteilskraft entsteht nicht, indem ich lerne, vorherzusagen, was der Lehrer jetzt genau als Antwort von mir erwartet. So, Urteilskraft entsteht, indem ich irritiert werde, mit einem Problem konfrontiert werde, für das es vielleicht keine einfachen Lösungen gibt, sondern 22 verschiedene, für die das eine spricht und das andere. Und das gilt für alle, nicht nur für die akademischen Ausbildungsgänge. Also Einheit des Wissens. Und das dritte, Einheit der Gesellschaft. Ich glaube, wir können uns nicht leisten, eine Gesellschaft sich entwickeln zu lassen, bei der ein Gutteil der Bevölkerung das Gefühl hat, wir sind sowieso abgehängt und haben auch gar keine Chance, da rauszukommen. Wir müssen noch schauen, dass wir uns irgendwie einrichten. Ja? Mhm. Ganz böse Hartz-IV-Karrieren, von denen manchmal gesprochen wird. Eine Antwort auf diese Problematik ist eine inklusive Bildung, eine Bildung, die alle mitnimmt, die auf die Unterschiede der einzelnen Menschen wirklich eingeht und die berücksichtigt in der konkreten Praxis. Und das bedeutet, dass wir einfach die Prioritäten anders setzen müssen. Wenn wir heute auch nur die Bildungsausgaben von 1977 anteilig am Bruttosozialprodukt hätten, müssten wir 35 Milliarden zusätzlich in die Bildung geben. Die Aufgaben sind aber größer geworden und nicht kleiner. In der letzten Sendung ging es um Arbeit und ich habe meinen Gast, eine Ökonomin, gefragt, wie kommen wir denn mit diesem Auseinanderfallen Arm-Reich, Sie haben das ja auch angesprochen, Hartz-IV-Karriere, wie kommen wir damit zurecht, wie verhindern wir das? Da lautete die Antwort ganz klar durch Bildung und zwar alleine durch Bildung. Das heißt, und ich will jetzt nicht über Schultypen reden, aber das heißt doch im Prinzip, ich muss Kindern, die nichts dafür können, weil sie aus schwächeren Verhältnissen kommen, weil ihre Eltern kein Geld haben, nicht den großen Bildungshorizont oder was auch immer, muss ich doch die Möglichkeit geben, möglichst gleich mit den anderen durch dieses ganze Bildungssystem, das wir haben, zu laufen. Das heißt doch wahrscheinlich, ohne dass wir da jetzt im Detail drüber reden müssen, Ganztagsschulen. Ganztagsschulen ist auch deswegen die Antwort auf die gegenwärtige kulturelle Situation, weil eine junge Generation herangewachsen ist, die gerne Eltern sein will, jedenfalls sehr viele, aber eben nicht damit in ökonomische Abhängigkeit geraten will. Das heißt, sprich Frauen, weil diese Asymmetrie haben wir, die jungen Frauen wissen sehr gut, sie müssen dafür sorgen, dass sie selbst ökonomisch für sich sorgen können. Und allein das heißt auf der einen Seite, es müssen die Bedingungen so sein, dass Familie und Beruf für beide vereinbar ist. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, Vollzeit vereinbar ist. Und zweitens ermöglicht uns das eine Reformchance, weil dann nämlich Zeit, das kostbarste Gut, ist ja angesprochen worden, das kostbarste Gut wieder eine Rolle spielen könnte, wenn man es richtig macht. Das heißt also nicht jetzt einfach den Vormittagsunterricht auf den Nachmittag ausdehnen, sondern Aktivitäten auch außerhalb der Schulen, zusammen mit Künstlern, gibt es vielversprechende Ansätze, das weiß ich wohl. Aber mehr auch Praxisbezug, Lebensbezug in den Schulalltag hineinzubringen, auch dadurch, dass eben die Kinder nicht überwiegend im Unterricht sitzen und sich erzählen lassen von einer Lehrkraft. Künstlerischer Bezug könnte ich jetzt lange erzählen. Mein Sohn hat das in der Grundschule erlebt. Das hat einen riesen positiven Knall in der ganzen Klasse getan und die ganze Klasse verändert. Könnte ich lange drüber reden. Sofort. Wenn Sie hören, die drei wichtigen Punkte, also Einheit der Person, des Wissens, der Gesellschaft, können Sie was damit anfangen? Ja, wer würde diesen Forderungen widersprechen. Sondern im Sinne von die Leute, die Sie untersucht haben, könnten die direkt was damit anfangen? Wenig. Okay. Das ist halt eine andere Sprachwelt. Könnten Sie es übersetzen? Schwierig. Wenn man an der Persönlichkeitsbildung ansetzt, das tragen die Leute schon mit, aber wenn es um Bildung geht, wollen die natürlich immer auch Konkretes wissen. Und ich sehe eigentlich
ein zweifaches Versagen unseres Bildungssystems. Einmal, was auch gesagt wurde, dass 15-20% einfach rausfallen. Das ist eine Katastrophe, ja. Nicht nur generell, sondern ganz speziell angesichts unserer Demografie, wo wir jeden brauchen, jeden jungen Menschen brauchen. Ich sehe aber genauso eine massive Fehlallokation, Fehlleitung, weil junge Leute Fächer studieren, für die es am Markt keine Nachfrage gibt. Jetzt kann man natürlich das studieren, was einem Spaß macht, wofür man sich interessiert. Nur das sind die entscheidenden Jahre im Leben, wenn man dann 5 Jahre später fertig ist und findet keinen adäquaten Job. Das ist genauso schlimm. Und ich kenne sehr viele dieser Leute. Meines Erachtens muss man den jungen Leuten auch beibringen, ja, es ist sehr wichtig, deinen Interessen, deinen Kompetenzen nachzugehen. Aber bitte denke auch an die Nachfrageseite, ob Nachfrage nach diesen Kompetenzen vorhanden ist. Also doch Hundeleinen. Nicht Soziologie, sondern Hundeleinen. Nicht Hundeleinen, aber Ingenieur, Naturwissenschaften, auch Betriebswirtschaft, Jura, also angewandte Medizin. Diese Kenntnisse brauchen wir auch in großer Zahl bei jungen Leuten, ohne dass die Persönlichkeitsbildung vernachlässigt werden muss. Noch ein Punkt, den ich nicht teile. Wir stellen Leute in der ganzen Welt ein. Überall sind die Absolventen in der Regel 22 Jahre. Wir haben nirgendwo Probleme. Ich sehe kein Problem, dass die Leute auch in Deutschland mit 22 Jahren mit dem ersten Abschluss fertig sind und dann vielleicht später noch mal einen Master dazu machen. Und ich teile auch nicht die Aussage, dass da nicht selbstständig denkende Menschen aus diesem System ausgespuckt werden. Die Leute, wir stellen dieses Jahr 200 Leute ein, die in Deutschland mit 22 Jahren rauskommen, die sind genauso gut wie die, die vorher 25 waren. Vielleicht können wir an der Stelle mal streiten. Gerne. Weil ich glaube, die Wirtschaft muss sehr aufpassen, dass sie sich nicht selber die Grundlagen zerstört, auf der der Erfolg beruht. Die, nochmal um zurückzugreifen auf die große Bildungsreform im 19. Jahrhundert, die hat gesagt, wir brauchen Bereiche der Bildung, die sind nicht unmittelbar Abrichtung zu. Entzwecklichung hat das der deutsche Idealismus genannt. Und gerade dadurch ist erst diese Innovationsdynamik entstanden, der Wissenschaft, der Technologie, der Ökonomie im Laufe des 19. Jahrhunderts. Sonst wäre das alles nicht denkbar gewesen. Das Wissenschaftssystem, so wie wir es heute kennen, hängt genau damit zusammen. Und was die Gefahr, die wir gegenwärtig haben, und ich habe viele Gesprächspartner in der Wirtschaft, ich habe ja selber, bin ja Sprecher eines interdisziplinären Studiengangs in München, Philosophie, Politik, Wirtschaft. Dort, das sind Leute, die selber im Beruf stehen, die das nebenher machen, ja. Die übrigens auch die Kosten tragen für dieses Studium, vollständig. Und ich bin viel unterwegs in den Unternehmen. Und unterdessen greift dort eine Nachdenklichkeit um sich, die man nicht so abtun sollte. War es wirklich sinnvoll, wegen der Beschleunigung dieses Gymnasium um ein Jahr zu verkürzen, ohne, wenn man die Inhalte verändert hätte entsprechend, hätte ich dagegen nichts einzusetzen. Mhm. Aber ohne das zu tun, mit der Folge, dass die Jugendlichen zum Teil einen Alltag haben, wurde ja auch angesprochen, der belastender ist, stressiger ist und auch länger dauert, als die Arbeitnehmerschaft in Deutschland durchschnittlich hat. Das ist kein Gewinn. Und wenn wir dann sagen, wir wollen die Studiengänge verkürzen, zerstören damit das hohe Niveau unserer Ingenieurausbildung. Wenn wir es ernst genommen hätten, hieße das nämlich, nach 3 Jahren sind die Leute berufsfertig. Gott sei Dank haben die technischen Universitäten da nicht mitgemacht und gesagt, na ja, in Gottes Namen, 3 Jahre schreiben wir was drüber. Wir Aber eigentlich geht es eben weiter, weil es mit Mathematik beginnen muss auf hohem Niveau, damit wir nicht die amerikanische Situation haben, dass nämlich dort die Unternehmen tätig sind und sagen, wir kriegen die Leute nicht, die mit Mathematik entsprechend umgehen können. Herr Simon, merken für die nächste Runde, ich weiß, Sie wollen was entgegnen. Ich würde vor dem nächsten Film gerne, weil wir ja keinen Bildungswissenschaftler eingeladen haben, Ihnen ein bisschen Informationen geben über die vielleicht wichtigste Schulstelle
Studie, die es zurzeit gibt. Sie finden übrigens einen Bericht zu dem Thema in der Dreisat-Mediathek bei unserem Kollegen von Nano, die gestern darüber berichtet haben. Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie ist der Kopf hinter der umfangreichsten Schulstudie, die es je gab. 15 Jahre Forschung stecken dahinter, Auswertung von 800 sogenannten Megastudien, die sich insgesamt auf eine Gesamtzahl von 50.000 Einzelstudien beziehen. Und damit wurden insgesamt Daten von 250 Millionen Schülern ausgewertet. Natürlich beziehen sich die Daten in erster Linie auf das angelsächsische Schulsystem, gut, aber deutsche Experten sind sich einig, dass man das allermeiste 1:1 übertragen kann, geschieht auch schon zum Teil. Hattie hat 138 Grundfaktoren ausgemacht, die Einfluss auf Schule und Lernen haben. Allerdings zeigte sich, dass man auch bevor diese Schulfaktoren zum Tragen kommen, bereits einige Prognosen für den Erfolg eines Schülers abgeben konnte. Nämlich, er hängt vom Vorwissen und von den sogenannten kognitiven Grundfähigkeiten ab, Stichwort Kindergarten. Für Deutschland bedeutet das wieder harte Arbeit, bevor die Schule überhaupt beginnt. Jede Form von Benachteiligung, wir hatten das eben im Gespräch, ist ja ein objektiver Störfaktor zulasten unschuldiger Kinder. Weiter in der Schule. Absolut entscheidend für den Lernerfolg ist an erster Stelle der Lehrer als größter Einflussfaktor. Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, was ein Lehrer macht, welche Kniffe er sozusagen auf Lager hat, sagt Hattie, sondern wie seine Haltung ist, wie er denkt. Das heißt, seinen Einfluss versteht und auch kontinuierlich überprüft, ob das, was er macht, überhaupt erfolgreich ist und ankommt. Deshalb sind klare Sprache, Struktur, genaue Unterrichtsziele, permanente Rückmeldung der Schüler extrem wichtig. Dazu gehört auch Rückmeldung über Gefühle. Visible Learning nennt er das Prinzip. Die Schüler müssen, wie die Lehrer lernen, sagt Hattie, sich selbst zu beurteilen und zu meistern, also Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Und das Erstaunliche ist nun, damit endet die Sache, es geht. Und noch erstaunlicher, Klassengröße, Klassenform haben ebenso wenig Einfluss wie Struktur der Schule. Und genau darauf, auf Strukturveränderung, konzentriert sich aber die Politik in Deutschland fast ausschließlich. Fazit, Schluss damit, aber es muss eine bessere Aus- und Fortbildung der Lehrer geben, einschließlich der Möglichkeit zu sagen, dieser Lehrer bzw. Lehrerin ist für den Job nicht geeignet, was bislang ein Tabuthema ist. Unsere Frage war nun, jenseits von Hattie, wie sieht denn das Anforderungsprofil deutscher Schulen heute tatsächlich aus? Jede sinnvolle Bildung sollte das Ziel haben, Menschen zu Autoren ihres eigenen Lebens zu machen, wie es der Philosoph Julian Nieder-Rümelin formuliert. Der Weg in ein selbstbestimmtes Leben beginnt lange vor der Schule. Im Elternhaus entscheidet sich, ob ein Kind lernt, seine Möglichkeiten und Grenzen zu entdecken und zu entfalten. In Zeiten, in denen auch Mütter immer öfter einer Vollzeitarbeit nachgehen, übernehmen immer mehr Kindergärten diese Rolle. Dabei herrscht in deutschen Kitas Fachkräftemangel. Die Erzieherinnen sind meist unterbezahlt und nicht immer optimal ausgebildet. Seit der PISA-Studie wird gefordert, dass Kindertagesstätten einen größeren Beitrag zur Bildung von Kindern leisten müssen. Rechenaufgaben und Lesen sind das Mindeste. Möglichst früh mit Englisch und Chinesisch in Kontakt kommen, heißt die Devise, um die Kleinen schon jetzt für den globalen Markt zu konditionieren. Wir verlangen von den Eltern Geld und Investitionen im vorschulischen Bereich. Da müssen sie zahlen. Ich weiß das von meinen Töchtern, was die Kita-Plätze kosten für die Enkel. Und wir erlassen den Studenten frei von Studiengebühren. Also in der wichtigsten Phase, bei der es auf so starke Unterstützung wie möglich ankommt, machen wir das teuer. Und oben, wo man selbst verdienen könnte, wo man andere Finanzierungsformen finden könnte, da machen wir es kostenlos. Wäre die vorschulische Bildung kostenlos, so würde die Bildungsbiografie aller Kinder auf ein gemeinsames Fundament gesetzt. Doch heutzutage gilt, wer sich's nicht leisten kann, bleibt auf der Strecke. Gleiche Bildung für alle. Fehlanzeige. Neben Grundkompetenzen sollen Kinder Selbstständigkeit und Kommunikationsfähigkeit lernen. Doch das Selbstdenken kommt hier zu kurz, bemängeln Fachleute. Durch frühe Benotung und Leistungsdruck werden eher egoistische Kompetenzen wie sich durchsetzen oder Vorteile sichern gefördert. Positive Sozialkompetenzen werden dagegen außer Acht gelassen. Die Umstellung auf 8 Jahre Gymnasium war nicht begleitet von einer Reduzierung des Lehrplanes. Untersuchungen belegen, dass die zeitliche Belastung von Schülern inzwischen die normale Belastung von Arbeitnehmern deutlich überschreitet. Bei G8 bin ich einfach, kurz und klar, das halte ich für eine der strategisch dümmsten Entscheidungen, die je im deutschen Bildungswesen getroffen worden sind. Ohne jeden Grund, ohne sachliche Rechtfertigung hat man das Wesentliche und Wichtigste, was man für Bildungsgänge braucht, reduziert, nämlich Zeit.
Bildungsgänge setzen auf Zeit. Sie brauchen ihre Eigenzeit, sie brauchen ihre Zeit in Ruhe. Und sie brauchen sie rhythmisiert und klar. Auch die nicht verplante Zeit ist für die Persönlichkeitsentwicklung enorm wichtig. Denn erst in der Freizeit können Kinder ihre Bedürfnisse und Gefühle erleben und ausdrücken. Ein kostbares Gut in Deutschland ist das duale System von Bildung und Ausbildung. 2004 hat der Gesetzgeber entschieden, nur noch Handwerker mit sogenannten gefahrenträchtigen Berufen müssen den Meistertitel erwerben, um sich niederlassen zu können. In allen anderen Handwerken darf sich seitdem jeder selbstständig machen. Doch nach wie vor genießt der Meisterbrief hohes Ansehen. Seit 2010 ermöglicht er sogar Zugang zu allen deutschen Universitäten. Qualifizierte Ausbilder sind nötig, um den hohen Standard der beruflichen Ausbildung zu garantieren. Wir hatten in Deutschland noch vor wenigen Jahren eine Diskussion, ob es überhaupt notwendig ist, dass man eine Ausbildereignungsprüfung vorweisen muss, um ausbilden zu dürfen. Wir haben uns auch als Bundesinstitut mit anderen Wirtschaftsorganisationen, mit den Sozialpartnern sehr für den Erhalt einer geprüften Qualifikation in der Berufsausbildung eingesetzt und haben uns letztendlich auch durchgesetzt, weil es eine hohe pädagogische Anforderung ist, in den Betrieben die betrieblichen Prozesse mit den Lern-, mit den Ausbildungsprozessen zu verbinden. Auch ist das duale Bildungssystem in Deutschland sehr stark an die Wirtschaft gekoppelt. Das bedeutet, dass neues Wissen ganz schnell in die Ausbildungskonzepte fließt. Deutschland braucht mehr Studenten, lautete in den letzten Jahren die Forderung seitens der Wirtschaft. Tatsächlich ist die Zahl der Studenten stark gestiegen. Durch die Umstellung auf Bachelor-Studiengänge sollte das Studium schneller, straffer und zugleich praxisnaher werden. Doch das starre Korsett des Studienplans lässt kaum Zeit für Auslandssemester und Praktika. Dabei gelten sie als wichtige Türöffner für beruflichen Erfolg. Auch sind die Universitäten mit der Ausbildung der Massen völlig überfordert. Wir haben nach wie vor Betreuungsrelationen in der Universität, die es unmöglich machen, so zu arbeiten, wie der Bachelor und wie Modulstrukturen die Arbeit notwendig machen. Für die betreuungsintensiven neuen Studiengänge fehlen oft schlicht Dozenten. Auf einen Professor kommen zum Beispiel in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 107 Studenten. Bei der kurzen Studiendauer wird es immer schwieriger für die Studenten, sich vertieftes Wissen anzueignen. Studium bleibt an der Oberfläche. Tiefes Fachwissen ist nicht mehr gefragt. Dabei sollten wir Bildung wieder im Humboldtschen Sinne begreifen, als umfassende Menschenbildung. Verkürzung der Schule ist im Wesentlichen gescheitert, Verkürzung der Universität auch, weil die Leute, wir haben uns eben kurz unterhalten, länger studieren. Sie satteln den Master drauf, dauert insgesamt länger. Trotzdem nochmal, was ist die Bildungsidee hinter Schule und Universität? Ich glaube, darüber müssen wir uns verständigen. Das kann nicht die Philosophie sagen, aber sie kann Anstöße geben. Und mein Vorschlag ist, dass wir in den Mittelpunkt stellen die Idee einer ich-starken Persönlichkeit, die auch mit Krisen und Schwierigkeiten fertig werden kann im Leben generell, nicht nur im Beruf. Eine Person, die eine Persönlichkeit, die selbst denken gelernt hat. Und das betrifft eben wiederum nicht nur die Akademiker, sondern es betrifft alle. Selbst denken lernen, Entscheidungen durchhalten und begründen können. Das sind eigentlich die zentralen Dinge. Da braucht man noch Zivilisationstechniken, man muss alles mögliche Fachwissen auch in bestimmten Bereichen haben, das ist unterschiedlich. Aber das ist der eigentliche Kern. Und die Frage ist, was kann die Bildung sowohl an Schulen wie an Hochschulen dazu beitragen? Und meine These wäre, wir müssen eine Akzentverschiebung vornehmen. Dass das Aktive, das Eigenerfahrene, die Diskussion, das Nachdenken über, die Vertiefung an einer Stelle, um mal zu erleben, was es heißt, forschend zu lernen, ja, auch schon in den Schulen. Das ist das Wesentliche. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch die Vermittlung von Stoffwissen in kurzer Frist, mit kurzer Abfrage, das Ganze, den ganzen Bildungsweg so oberflächlich machen, dass am Ende genau das verloren geht, was uns eigentlich am wichtigsten sein müsste. Nämlich Ich-Stärke, Urteilskraft, Entscheidungsstärke. Käme das bei den Leuten, mit denen Sie zu tun haben, an, wenn man sagen würde, wir setzen jetzt darauf, dass Schule Ich-Stärke vermittelt? Das Thema Führung ist ein ganz zentrales in der Wirtschaft. Und ich verbinde das jetzt mal sehr eng mit Führung. Das kann auch Führung der eigenen Person sein. Ja, klar. Das ist übrigens eine der Schlüssel. Auch in der Bundeswehr und sogar in der preußischen Tradition
der Soldat soll eigenständig denken und nicht kadavergehorsammäßig Befehle ausführen. Und das ist das Prinzip der Hidden Champions. Die Führung dort ist nämlich sehr interessant. Die ist streng, stark in den Grundwerten und Prinzipien und lässt viel mehr Raum für die Ausführung, viel mehr Freiheitsgrade für den Mitarbeiter, wie er dann den Auftrag ausführt. Und dazu braucht man natürlich genau diese Typen, die selber denken können und nicht stur, wie in dem amerikanischen prozessorientierten tayloristischen System, nur einen Prozess nach Handbuch ausführen. McDonald's, da ist jeder Handgriff vorgeschrieben. Diese Typen brauchen wir nicht, sondern wir brauchen Typen, denen man einen Auftrag geben kann. Montiere dieses System, bring diese Kamera in Ordnung und die selbstständig dann auch in Malaysia oder in Brasilien solche Aufträge durchführen können. Wozu und eine Vielzahl von Kompetenzen gehören? Da gehören eine Vielzahl von Kompetenzen, die Herr Niederrümelin gerade beschrieben hat. Insofern überhaupt kein Widerspruch. Aber wir brauchen darüber hinausgehend natürlich die fach-naturwissenschaftlich-ingenieurmäßigen Kompetenzen. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich würde auch gar nicht sagen, ich würde übrigens dringend empfehlen, dass man in naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen auch diese Elemente Führung und integriert. So etwas einbaut. Ich war selber am MIT, wo man ja eine technische Universität mit einer sehr berühmten Business School in Stanford, und wie die sich gegenseitig befruchten, das fehlt in Deutschland, übrigens auch in den technischen Hochschulen. Niederrümelin, Minute noch, Sie wollten noch was sagen. Ich wollte sagen, das ist kein Gegensatz, nicht auch, das ist der einzige Dissens, sondern ich habe auch selber übrigens Physik studiert, Physik und Philosophie im Doppelstudium. Diese Abwertung sozusagen des Mathematisch-Technischen, das hat eine ungute Tradition. Das zu sehen, dass auch mathematisches Denken Strukturen erfassen lernt, die von ganz großer Bildungsbedeutung ist und nicht irgendwas, was die halt brauchen für irgendwelche technischen Anwendungen lediglich, sondern das ist ein Teil des Kerns von Bildung, wie ich es verstehe. Also als Beispiel, wir haben viele Mitarbeiter, die Mathematiker sind, hervorragend, weil sie denken können. Ja. Meine Erfahrung ist, dass man Mathematik in der Schule näher beigebracht kriegt, wenn man ein bisschen was auch über die Geschichte erfährt. Mhm. Haben wir eben auch drüber geredet, wie wichtig Geschichte eigentlich ist für die verschiedenen Fächer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war's zum Thema Bildung in Deutschland. Vielen Dank nochmal Hermann Simon und Julian Niederrümelin. Deren Bücher wir jeweils 5-mal auf unserer Online-Seite www.dreisat.de/scobel verlosen. 5-mal Hidden Champions, Aufbruch nach Globalia und 5-mal Philosophie einer humanen Bildung. Ich hoffe, dass die Sendung mit uns ein wenig Licht in das schattige Theoriegestrüpp Bildung, Schule und Hochschule gebracht hat. Wenn man auch nur einige der Leitgedanken aufnimmt, die wir jenseits von Parteipolitik, hoffe ich jedenfalls, in der Sendung aufgezeigt haben und nur einen Bruchteil der Erkenntnisse der Hattie-Studie mit, wie gesagt, 250 Millionen Schülerdaten berücksichtigt, dann scheint es gar nicht mehr so schwer zu sein. Vorausgesetzt, man ist bereit, über die Ländergrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Wir haben unglaublich gute Chancen, ein deutlich besseres, offeneres, zukunftsorientierteres Bildungssystem und Schulsystem zu etablieren, das alle Kinder und Jugendlichen einbezieht. So wie es jetzt ist, kann es auf Dauer jedenfalls nicht weitergehen. Also handeln, aber in kleinen Schritten an Transparenz und Rückmeldungen denken. Schönen Abend noch und tschüss. Ist ja immer so ein bisschen nach einem, ich will nicht sagen nach einer minderwertigen Ausbildung aus, aber es wurde doch von akademischer Warte aus eher abqualifiziert. Also, dass die sich irgendwie noch so ein bisschen theoretisch weiterbilden und was lernen, aber vor allen Dingen was Praktisches machen, naja, und das ist ja letztlich Handwerk. Weiß ich nicht, ob das wirklich generell so ist. Also, für mich gilt es jedenfalls nicht. Und diese Überlegungen zur Bildung richten sich auch nicht speziell Richtung akademische Bildung, sondern da geht es schon um unsere Bildungsidee generell. Und ich glaube, dass die Unterschiede dort nicht so groß sind. Man sollte da nicht zwei Bereiche machen, sagen, das eine hat irgendwie mit solchen technischen und handwerklichen und sonstigen Dingen zu tun und das andere schwebt in den höheren Sphären, sondern die Zentralidee humanistischer Bildung, wenn man mal den Begriff, so wie ich es jedenfalls verstehe,
irgendwo in der Antike beginnt und dann, klar, Humboldt, da haben Sie schon ein Buch hier auf dem Tisch liegen. Falls ich ein Zitat brauche. Ist dann gewissermaßen der das versucht, praktisch werden zu lassen. Ja, aber das beruht ja auf Kant und das hat ja viele Vorideen. Die zentrale Idee ist Persönlichkeitsbildung. Mhm. Und vielleicht müssen wir da streiten, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, heute ist diese Idee so aktuell wie noch nie. Weil man kann gar nicht mehr für eine ganz spezifische Berufsfertigkeit ausbilden, weil diese Berufe in einer solchen Dynamik sind, dass möglicherweise der Beruf, den man nun gelernt hat, in 15 Jahren so gar nicht mehr existiert. Mhm. Das heißt, auch für dieses Erfolgsmodell, was ich überall verteidige, wo ich kann, weil wir leichtfertig dabei sind, es zu beschädigen, einfach quantitativ zu beschädigen. Wir nähern uns den Zahlen an, die die OECD immer gefordert hat, nämlich mehr als 50% oder 55% ist der OECD-Durchschnitt tertiäre Bildung, das heißt also Studium. Ja, und dann 15%, schlimm ist das, die überhaupt nicht so weit kommen in die Facharbeiterausbildung. Ja, dann bleibt aber eben nur ein sehr kleines Spektrum übrig und davon über 250 unterschiedliche Berufsrichtungen im Ausbildungsberufen zu bedienen, ist fast unvorstellbar. Das heißt, man muss sich dann nochmal genau überlegen, wie sind die Gewichtungen und vor allem die Botschaft muss sein, das sind unterschiedliche, aber gleichwertige Wege. Ja. Mhm. Ja, gleichwertige Bildungswege. Und wir selektieren nicht im Sinne von schlechter und besser, sondern wir bieten unterschiedliche Wege in den Beruf und ins Leben an. Das ist eine ganz andere Botschaft. Sehen Sie das genauso? Ich stimme voll überein, obwohl ich ja immer nach kontroversen Punkten mit einem Philosophen suche. Muss man manchmal. Eine Mahnung an die Medien. In fast jedem Bericht, ich glaube auch heute, sehen wir, wenn über Berufsausbildung gesprochen wird, Leute, die am Schraubstock feilen. Das hat ja nichts mit der modernen Welt zu tun. Ich darf mal ein Beispiel, was jeder kennt. Früher hieß ein Auto Schlosstigkeit ausbilden, weil diese Berufe in einer solchen Dynamik sind, dass möglicherweise der Beruf, den man nun gelernt hat, in 15 Jahren so gar nicht mehr existiert. Mhm. Das heißt, auch für dieses Erfolgsmodell, was ich überall verteidige, wo ich kann, weil wir leichtfertig dabei sind, es zu beschädigen, einfach quantitativ zu beschädigen. Wir nähern uns den Zahlen an, die die OECD immer gefordert hat, nämlich mehr als 50% oder 55% ist der OECD-Durchschnitt tertiäre Bildung, das heißt also Studium. Ja, und dann 15%, schlimm ist das, die überhaupt nicht so weit kommen in die Facharbeiterausbildung. Ja, dann bleibt aber eben nur ein sehr kleines Spektrum übrig und davon über 250 unterschiedliche Berufsrichtungen im Ausbildungsberufen zu bedienen, ist fast unvorstellbar. Das heißt, man muss sich dann nochmal genau überlegen, wie sind die Gewichtungen und vor allem die Botschaft muss sein, das sind unterschiedliche, aber gleichwertige Wege. Ja. Mhm. Ja, gleichwertige Bildungswege. Und wir selektieren nicht im Sinne von schlechter und besser, sondern wir bieten unterschiedliche Wege in den Beruf und ins Leben an. Das ist eine ganz andere Botschaft. Sehen Sie das genauso? Ich stimme voll überein, obwohl ich ja immer nach kontroversen Punkten mit einem Philosophen suche. Muss man manchmal. Eine Mahnung an die Medien. In fast jedem Bericht, ich glaube auch heute, sehen wir, wenn über Berufsausbildung gesprochen wird, Leute, die am Schraubstock feilen. Das hat ja nichts mit der modernen Welt zu tun. Ich darf mal ein Beispiel, was jeder kennt. Früher hieß ein Autoschlosser Autoschlosser. Das war ein Mechaniker, heute heißt der Mechatroniker. Ein Auto heute hat mehr Elektronik als die Mondlandefähre 1969. Und man muss sagen, und das geht dann auf die Lernfähigkeit, wenn man bedenkt, was die deutschen Firmen es geschafft haben, in jeder einzelnen Werkstatt, in ihren Werken, die Leute auf den Stand zu bringen, dass sie diese extrem komplexen Produkte fertigen und warten können. Das klappt übrigens im Ausland nicht so. Einige der Hidden Champions haben sehr große Schwierigkeit im Ausland, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Miele ist so ein Beispiel, die Maschinen reparieren und warten können und bilden deshalb im Ausland ihre eigenen Leute nach dem deutschen dualen System aus. Das ist also eine groß angelegte Sache in Indien, in China, in Brasilien. Und ich habe sogar vorgeschlagen, dieses System zu einem Weltprodukt zu machen. Leider habe ich noch keinen gefunden. Ich habe mit Bertelsmann darüber gesprochen, mit dem TÜV.
Für eine große Dienstleistungsfirma könnte das ein fantastisches Weltprodukt werden. Diese Form von Selbstlernen oder Selbstausbildung in den Firmen. Ja. Wenn Sie hören. Ja, und auch der Qualitätsbegriff Geselle und Meister. In Korea, in Russland, in China auch. Da gibt es den Ausdruck. Auch im Export. Dann gucken wir uns jetzt mal an, nachdem wir über Ökonomie geredet haben, was das konkret bedeutet und kommen zum Bildungssystem, das wir ein bisschen überprüfen wollen. Die Frage lautet, was für Menschen bringt unser Bildungssystem im Schnitt jedenfalls hervor? Faktisch also. Es geht nicht um Wünsche, um Hoffnung, Ideale, um das, was erreicht werden soll, sondern ums Tatsächliche. Sie wissen alle, dass es in den Dreisatländern nach der sogenannten Primärbildung einen allgemeinen zweiten Teil der Schule gibt, daher auch Sekundarstufe, also zweite Stufe genannt. Diese Sekundarstufe wird mit der 10. Klasse abgeschlossen, gleich ob in Hauptreal-, Sonder-, Gesamtschule oder Gymnasium. Danach kann, aber muss es nicht schulisch weitergehen, beispielsweise eben mit der Sekundarstufe 2 auf dem Gymnasium. Wie gesagt, kann, aber muss nicht. Jeder, der heute mit 16 Jahren die Schule verlässt, sollte die kulturellen Basiskompetenzen beherrschen. Das heißt, lesen, schreiben, rechnen, die Kenntnis der naturwissenschaftlichen Grundlagen, historisches Verstehen und die Fähigkeit zu sportlicher und künstlerischer Expression. Gemeinsam ist allen auch späteren Bildungsabschlüssen, dass man durch sie keine berufsbezogenen Kompetenzen erwirbt, sondern lediglich auf unterschiedlichem Niveau die Berufsausbildungsfähigkeit. Oberstes Ziel ist die Ausbildung der Persönlichkeit. Die allgemeine Bildung hat genau diese Dimension, dass die Persönlichkeit sich dadurch bildet, dass sie Modalitäten des Zugangs zur Welt selbstständig lernt. Und das sind dann jetzt in den Begriffen zum Beispiel von Wilhelm von Humboldt historische, ästhetische, mathematisch-naturwissenschaftliche, ästhetisch-expressive Modalitäten. Fertig. Und er sagt, und mehr gibt es nicht. Und die Unterstellung dabei ist, dass das die unterschiedlichen Formen sind, in der ich Welt erfahren, Welt beurteilen, Welt kritisieren, aber auch Welt gestalten kann. Und erfahren, kritisieren, gestalten, Urteilskraft entwickeln und Handlungsmöglichkeiten erwerben. Das ist die dahinterstehende Idee. Die Idee einer handlungsfähigen, autonomen Persönlichkeit. Kann unser Bildungssystem diese Forderung einlösen? Und wie wollte man die autonome Persönlichkeit evaluieren? Leichter fällt es, messbare Standards für einzelne Fächer zu entwickeln, Wissen fachspezifisch zu quantifizieren und zu vergleichen. Dabei zeigt sich, dass die Effekte deutlich hinter den Vorgaben zurückliegen. Und international, siehe PISA-Studie, befindet sich Deutschland nur im Mittelfeld. Die Standards, die wir gegenwärtig entwickeln und haben in den Kernfächern, also Deutsch bis Mathematik, Naturwissenschaften, unterscheiden 5 Kompetenzstufen. Dabei ist die Kompetenzstufe 1 die schlechteste und 5 die beste. Das Ziel wäre natürlich, dass nach Möglichkeit aller Absolventen der Schulen auf der Stufe 5 die Schule verlassen. Die Realität sieht so aus, dass das fast niemand tut. Wir haben gute Mittelwerte, eine schmale Spitze. Die es zurzeit gibt. Sie finden übrigens einen Bericht zu dem Thema in der Dreisat-Mediathek bei unserem Kollegen von Nano, die gestern darüber berichtet haben. Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie ist der Kopf hinter der umfangreichsten Schulstudie, die es je gab. 15 Jahre Forschung stecken dahinter, Auswertung von 800 sogenannten Megastudien, die sich insgesamt auf eine Gesamtzahl von 50.000 Einzelstudien beziehen. Und damit wurden insgesamt Daten von 250 Millionen Schülern ausgewertet. Natürlich beziehen sich die Daten in erster Linie auf das angelsächsische Schulsystem. Gut, aber deutsche Experten sind sich einig, dass man das allermeiste 1:1 übertragen kann. Geschieht auch schon zum Teil. Hattie hat 138 Grundfaktoren ausgemacht, die Einfluss auf Schule und Lernen haben. Allerdings zeigte sich, dass man auch bevor diese Schulfaktoren zum Tragen kommen, bereits einige Prognosen für den Erfolg eines Schülers abgeben konnte. Nämlich, er hängt vom Vorwissen und von den sogenannten kognitiven Grundfähigkeiten ab. Stichwort Kindergarten. Für Deutschland bedeutet das wieder harte Arbeit, bevor die Schule überhaupt beginnt. Jede Form von Benachteiligung, wir hatten das eben im Gespräch, ist ja ein objektiver Störfaktor zulasten unschuldiger Kinder. Weiter in der Schule. Absolut entscheidend für den Lernerfolg ist an erster Stelle der Lehrer als größter Einflussfaktor. Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, was ein Lehrer macht, welche Kniffe er sozusagen auf Lager hat, sagt Hattie, sondern wie seine Haltung ist, wie er denkt. Das heißt, seinen Einfluss versteht und auch kontinuierlich überprüft, ob das, was er macht, überhaupt erfolgreich ist und ankommt. Deshalb sind klare Sprache, Struktur, genaue Unterrichtsziele, permanente Rückmeldung der Schüler extrem wichtig. Dazu gehört auch Rückmeldung über Gefühle. Visible Learning nennt er das Prinzip.
Die Schüler müssen, wie die Lehrer lernen, sagt Hetty, sich selbst zu beurteilen und zu meistern, also Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Und das Erstaunliche ist nun, damit endet die Sache, es geht. Und noch erstaunlicher, Klassengröße, Klassenform haben ebenso wenig Einfluss wie Struktur der Schule. Und genau darauf, auf Strukturveränderung, konzentriert sich aber die Politik in Deutschland fast ausschließlich. Fazit, Schluss damit, aber es muss eine bessere Aus- und Fortbildung der Lehrer geben, einschließlich der Möglichkeit zu sagen, dieser Lehrer bzw. Lehrerin ist für den Job nicht geeignet, was bislang ein Tabuthema ist. Unsere Frage war nun, jenseits von Hetty, wie sieht denn das Anforderungsprofil deutscher Schulen heute tatsächlich aus? Jede sinnvolle Bildung sollte das Ziel haben, Menschen zu Autoren ihres eigenen Lebens zu machen, wie es der Philosoph Julian Nida-Rümelin formuliert. Der Weg in ein selbstbestimmtes Leben beginnt lange vor der Schule. Im Elternhaus entscheidet sich, ob ein Kind lernt, seine Möglichkeiten und Grenzen zu entdecken und zu entfalten. In Zeiten, in denen auch Mütter immer öfter einer Vollzeitarbeit nachgehen, übernehmen immer mehr Kindergärten diese Rolle. Dabei herrscht in deutschen Kitas Fachkräftemangel. Die Erzieherinnen sind meist unterbezahlt und nicht immer optimal ausgebildet. Wäre das einmal die technologische Kompetenz, verbunden damit auch die Produkte verkaufen zu können? Beratung, unsere Produkte werden immer komplizierter und damit die Anforderungen auch an die Verkäufer werden immer höher. Das ist der eine Faktor. Der andere ist internationale Erfahrung. Wir haben an diesen beiden Firmen gehört, Otto Bock hat 49 eigene Tochtergesellschaften im Ausland. Bei Herrenknecht sind es 58. Da brauchen sie Bataillone von Mitarbeitern, die sie in der ganzen Welt einsetzen können. Da kann man nichts mit Leuten anfangen, die keine fremden Sprachen sprechen, die Angst haben, zu Montageeinsätzen ins Ausland zu gehen. Wir brauchen also einmal hochqualifizierte Leute, was die Inhalte, die Kompetenzen angeht, und wir brauchen globale Bürger, Global Citizens, die wir in die ganze Welt hineinschicken können. Was die technologischen Aspekte angeht, reicht da Ihrer Meinung nach das duale System, das wir haben? Also nach dem 10. Schuljahr oder eben nach dem Abitur, wie auch immer, kommt also das parallele Arbeiten und Weiterbilden. Reicht das? Wir haben ja eben schon gesprochen, akademische Ausbildung, etwa 20% der Beschäftigten, 80% Facharbeiter mit dualem System ausgebildet. Und dieses System ist einmalig in der Welt und ein Pfeiler unserer Wettbewerbsfähigkeit. Und ein Beweis dafür, den ich erst kürzlich erfahren habe, in Spanien ist die Jugendarbeitslosigkeit 55%. Das Baskenland hat vor 20 Jahren das deutsche duale Berufsbildungssystem eingeführt. Dort ist die Jugendarbeitslosigkeit 8%. Ich denke, diese beiden Zahlen mit diesem System 8%, ohne dieses System 55%, sagen mehr als alle Worte. Und was vielleicht auch nicht bekannt ist, Spanien hat ja jetzt entschieden, das deutsche Berufsausbildungssystem landesweit einzuführen. Ohne Zweifel ein richtiger Schritt, aber das wird 10, 15 Jahre dauern, bis es wirkt. Aus der akademischen Warte sieht das oder sah das zumindest ja immer so ein bisschen nach einem, ich will nicht sagen nach einer minderwertigen Ausbildung aus, aber es wurde doch von akademischer Warte aus eher abqualifiziert. Also dass die sich irgendwie noch so ein bisschen theoretisch weiterbilden und was lernen, aber vor allen Dingen was Praktisches machen, naja, und das ist ja letztlich Handwerk. Weiß ich nicht, ob das wirklich generell so ist. Also für mich gilt es jedenfalls nicht. Und diese Überlegungen zur Bildung richten sich auch nicht speziell Richtung akademische Bildung, sondern da geht es schon um unsere Bildungsidee generell. Und ich glaube, dass die Unterschiede dort nicht so groß sind. Man sollte da nicht zwei Bereiche machen, sagen, das eine hat irgendwie mit solchen technischen und handwerklichen und sonstigen Dingen zu tun und das andere schwebt in den höheren Sphären. Sondern die Zentralidee. In der letzten Sendung ging es um Arbeit und ich habe meinen Gast, eine Ökonomin, gefragt, wie kommen wir denn mit diesem Auseinanderfallen Arm-Reich, Sie haben das ja auch angesprochen, Hartz-IV-Karriere, wie kommen wir damit zurecht, wie verhindern wir das? Da lautete die Antwort ganz klar durch Bildung und zwar alleine durch Bildung. Das heißt, und ich will jetzt nicht über Schultypen reden, aber das heißt doch im Prinzip, ich muss Kindern, die nichts dafür können, weil sie aus schwächeren Verhältnissen kommen, weil ihre Eltern kein Geld haben, nicht den großen Bildungshorizont oder was auch immer, muss ich doch die Möglichkeit geben, möglichst gleich mit den anderen durch dieses ganze Bildungssystem, das wir haben,
haben, zu laufen. Das heißt doch wahrscheinlich, ohne dass wir da jetzt im Detail drüber reden müssen, Ganztagsschulen. Ganztagsschulen ist auch deswegen die Antwort auf die gegenwärtige kulturelle Situation, weil eine junge Generation herangewachsen ist, die gerne Eltern sein will, jedenfalls sehr viele, aber eben nicht damit in ökonomische Abhängigkeit geraten will. Das heißt, sprich Frauen, weil diese Asymmetrie haben wir, die jungen Frauen wissen sehr gut, sie müssen dafür sorgen, dass sie selbst ökonomisch für sich sorgen können. Und allein das heißt auf der einen Seite, es müssen die Bedingungen so sein, dass Familie und Beruf für beide vereinbar ist. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, Vollzeit vereinbar ist. Und zweitens ermöglicht uns das eine Reformchance, weil dann nämlich Zeit, das kostbarste Gut, ist ja angesprochen worden, das kostbarste Gut wieder eine Rolle spielen könnte, wenn man es richtig macht. Das heißt also nicht jetzt einfach den Vormittagsunterricht auf den Nachmittag ausdehnen, sondern Aktivitäten auch außerhalb der Schulen, zusammen mit Künstlern, gibt es vielversprechende Ansätze, das weiß ich wohl. Aber mehr auch Praxisbezug, Lebensbezug in den Schulalltag hineinzubringen, auch dadurch, dass eben die Kinder nicht überwiegend im Unterricht sitzen und sich erzählen lassen von einer Lehrkraft. Künstlerischer Bezug könnte ich jetzt lange erzählen. Mein Sohn hat das in der Grundschule erlebt. Das hat einen riesen positiven Knall in der ganzen Klasse getan und die ganze Klasse verändert. Könnte ich lange drüber reden. Wenn Sie hören, die drei wichtigen Punkte, also Einheit der Person, des Wissens, der Gesellschaft, können Sie was damit anfangen? Ja, wer würde diesen Forderungen widersprechen. Sondern im Sinne von die Leute, die Sie untersucht haben, könnten die direkt was damit anfangen? Wenig. Okay. Das ist halt eine andere Sprachwelt. Könnten Sie es übersetzen? Schwierig. Wenn man an der Persönlichkeitsbildung ansetzt, das tragen die Leute schon mit, aber wenn es um Bildung geht, wollen die natürlich immer auch Konkretes wissen. Und ich sehe eigentlich ein zweifaches Versagen unseres Bildungssystems. Einmal, was auch gesagt wurde. Das Menschenbild. Es geht nicht um Ideologie, sondern darum, dass Bildung funktioniert. Es geht um etwas Praktisches, Lebensnahes, Pragmatisches, wenn Sie wollen. Viele denken, wenn sie pragmatisch hören, an Wirtschaftskompetenz. Hilft sie uns in unserem Staat zu überleben? Mal angenommen, wirklich nur mal angenommen, das wäre so. Müsste man da nicht einmal ebenfalls unideologisch untersuchen, wer oder was Deutschland eigentlich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut durch die Krise geführt hat? Die meisten werden darauf antworten, na, unsere Großunternehmen. Wäre es so, hätten wir längst verloren. Die USA haben viermal, Japan doppelt so viele globale Großunternehmen wie wir. Auch Frankreich hat mehr. Also? Sie sind die bekannten Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft. Global Player und die teuersten DAX-notierten Firmen Deutschlands. Sie scheinen Deutschlands Wirtschaft auf dem Weltmarkt zu repräsentieren. Aber auch sie tragen in hohem Maße zur deutschen Wirtschaftsstärke bei. Die flexiblen Rollhundeleinen von Flexi. Manfred Bogdan ist ihr weltgrößter Hersteller. Damit gehört er zu den Hidden Champions, deutschen Firmen, deren Namen meist unbekannt sind, die aber in ihrem Segment an der Spitze stehen. Rund 2700 dieser heimlichen Marktführer gibt es weltweit. Alleine 1300 davon, also ungefähr die Hälfte, sind in Deutschland beheimatet. Sie definieren sich so. Erstens gehören sie zu den Top 3 in der Welt und zweitens liegt ihr Umsatz unter 5 Milliarden Euro. Sie sind Teil des German Mittelstand, der den Löwenanteil von 70% aller deutschen Exporte beisteuert. Im deutschsprachigen Raum, genauer in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg, erwirtschaften die Betriebe einen Umsatz von 900 Milliarden Euro. Über 26% der gesamten deutschen Exporte gehen auf das Konto der Hidden Champions. Sie beschäftigen insgesamt 1,4 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Was macht diese Firmen so besonders? Genau das hat der Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor Hermann Simon untersucht und dabei den Begriff der Hidden Champions geprägt. Die Zauberformel ihres Erfolgs, so Simon, ist ein Mix aus Tradition, Innovation, Firmenkultur und Internationalität.
Rund 1000 von ihnen sind Familienunternehmen mit einer starken Persönlichkeit an der Spitze. Sie besitzen ein wertvolles Stammpersonal, das seit Jahrzehnten in der Firma arbeitet. Der innere Zusammenhalt ist groß, alle ziehen an einem Strang. Da sich die heimlichen Gewinner nur auf ein Produkt spezialisieren, setzen sie Standards und Maßstäbe in ihrer Nische. Sie investieren wesentlich mehr in Bildung. Das heißt, und ich will jetzt nicht über Schultypen reden, aber das heißt doch im Prinzip, ich muss Kindern, die nichts dafür können, weil sie aus schwächeren Verhältnissen kommen, weil ihre Eltern kein Geld haben, nicht den großen Bildungshorizont oder was auch immer, muss ich doch die Möglichkeit geben, möglichst gleich mit den anderen durch dieses ganze Bildungssystem, das wir haben, zu laufen. Das heißt doch wahrscheinlich, ohne dass wir da jetzt im Detail drüber reden müssen, Ganztagsschulen. Ganztagsschulen ist auch deswegen die Antwort auf die gegenwärtige kulturelle Situation, weil eine junge Generation herangewachsen ist, die gerne Eltern sein will, jedenfalls sehr viele, aber eben nicht damit in ökonomische Abhängigkeit geraten will. Das heißt, sprich Frauen, weil diese Asymmetrie haben wir, die jungen Frauen wissen sehr gut, sie müssen dafür sorgen, dass sie selbst ökonomisch für sich sorgen können. Und allein das heißt auf der einen Seite, es müssen die Bedingungen so sein, dass Familie und Beruf für beide vereinbar ist. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, Vollzeit vereinbar ist. Und zweitens ermöglicht uns das eine Reformchance, weil dann nämlich Zeit, das kostbarste Gut, ist ja angesprochen worden, das kostbarste Gut wieder eine Rolle spielen könnte, wenn man es richtig macht. Das heißt also nicht jetzt einfach den Vormittagsunterricht auf den Nachmittag ausdehnen, sondern Aktivitäten auch außerhalb der Schulen, zusammen mit Künstlern, gibt es vielversprechende Ansätze, das weiß ich wohl. Aber mehr auch Praxisbezug, Lebensbezug in den Schulalltag hineinzubringen, auch dadurch, dass eben die Kinder nicht überwiegend im Unterricht sitzen und sich erzählen lassen von einer Lehrkraft. Künstlerischer Bezug könnte ich jetzt lange erzählen. Mein Sohn hat das in der Grundschule erlebt. Das hat einen riesen positiven Knall in der ganzen Klasse getan und die ganze Klasse verändert. Könnte ich lange drüber reden. Sofort. Wenn Sie hören, die drei wichtigen Punkte, also Einheit der Person, des Wissens, der Gesellschaft, können Sie was damit anfangen? Ja, wer würde diesen Forderungen widersprechen. Sondern im Sinne von die Leute, die Sie untersucht haben, könnten die direkt was damit anfangen? Wenig. Okay. Das ist halt eine andere Sprachwelt. Könnten Sie es übersetzen? Schwierig. Wenn man an der Persönlichkeitsbildung ansetzt, das tragen die Leute schon mit, aber wenn es um Bildung geht, wollen die natürlich immer auch Konkretes wissen. Und ich sehe eigentlich ein zweifaches Versagen unseres Bildungssystems. Einmal, was auch gesagt wurde, dass 15-20% einfach rausfallen. Das ist eine Katastrophe, nicht nur generell, sondern ganz speziell angesichts unserer Demografie, wo wir jeden jungen Menschen brauchen. Ich sehe aber genauso eine massive... Eine Philosophensuche... Muss man manchmal. Eine Mahnung an die Medien. In fast jedem Bericht, ich glaube auch heute, sehen wir, wenn über Berufsausbildung gesprochen wird, Leute, die am Schraubstock feilen. Das hat ja nichts mit der modernen Welt zu tun. Ich darf mal ein Beispiel, was jeder kennt. Früher hieß ein Autoschlosser Autoschlosser. Das war ein Mechaniker, heute heißt der Mechatroniker. Ein Auto heute hat mehr Elektronik als die Mondlandefähre 1969. Und man muss sagen, und das geht dann auf die Lernfähigkeit, wenn man bedenkt, was die deutschen Firmen es geschafft haben, in jeder einzelnen Werkstatt, in ihren Werken, die Leute auf den Stand zu bringen, dass sie diese extrem komplexen Produkte fertigen und warten können. Das klappt übrigens im Ausland nicht so. Einige der Hidden Champions haben sehr große Schwierigkeiten im Ausland, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Miele ist so ein Beispiel, die Maschinen reparieren und warten können und bilden deshalb im Ausland ihre eigenen Leute nach dem deutschen dualen System aus. Das ist also eine groß angelegte Sache in Indien, in China, in Brasilien. Und ich habe sogar vorgeschlagen, dieses System zu einem Weltprodukt zu machen. Leider habe ich noch keinen gefunden. Ich habe mit Bertelsmann darüber gesprochen, mit dem TÜV.
Für eine große Dienstleistungsfirma könnte das ein fantastisches Weltprodukt werden. Diese Form von Selbstlernen oder Selbstausbildung in den Firmen. Ja. Wenn Sie hören. Ja, und auch der Qualitätsbegriff Geselle und Meister. In Korea, in Russland, in China auch. Da gibt es den Ausdruck Meister, um ihn von dem akademischen Master zu unterscheiden. Genau wie das Wort Mittelstand ein Weltwort geworden. Ich war im Januar in Taiwan. Der Präsident, der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, die haben nur die ganze Zeit vom Mittelstand gesprochen. Immer das Wort fließend, ohne Akzent ausgesprochen. Letzte Frage noch in der Runde. Wenn Sie hören Persönlichkeitsbildung, ist das ein Begriff, von dem Sie sagen, naja, das ist so ein etwas schwammiger, weicher, geisteswissenschaftlicher Begriff? Oder ist das ein Begriff, von dem Sie sagen, nee, der trifft eigentlich in den Kern dessen, was ich meine? Absolut. Wir brauchen Leute, die selbstständig überall in der Welt zurechtkommen. Das ist zum Beispiel dann auch kulturelle Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und wir brauchen natürlich, diese Firmen wachsen sehr stark, sehr große Zahlen von Führungskräften. Und Führung und Persönlichkeit, Führungsfähigkeit und Persönlichkeit ist für mich dasselbe. Insofern, Persönlichkeitsbildung ist von ungeheurer Bedeutung. Und eben auch Lernfähigkeit ist Teil davon und damit Voraussetzung, dass wir auch in Zukunft dort bleiben, wo wir sind, nämlich an der Botschaft muss sein, das sind unterschiedliche, aber gleichwertige Wege. Ja. Ja, gleichwertige Bildungswege. Und wir selektieren nicht im Sinne von schlechter und besser, sondern wir bieten unterschiedliche Wege in den Beruf und ins Leben an. Das ist eine ganz andere Botschaft. Sehen Sie das genauso? Ich stimme voll überein, obwohl ich ja immer nach kontroversen Punkten mit einem Philosophen suche. Muss man manchmal. Eine Mahnung an die Medien. In fast jedem Bericht, ich glaube auch heute, sehen wir, wenn über Berufsausbildung gesprochen wird, Leute, die am Schraubstock feilen. Das hat ja nichts mit der modernen Welt zu tun. Ich darf mal ein Beispiel, was jeder kennt. Früher hieß ein Autoschlosser Autoschlosser. Das war ein Mechaniker, heute heißt der Mechatroniker. Ein Auto heute hat mehr Elektronik als die Mondlandefähre 1969. Und man muss sagen, und das geht dann auf die Lernfähigkeit, wenn man bedenkt, was die deutschen Firmen es geschafft haben, in jeder einzelnen Werkstatt, in ihren Werken, die Leute auf den Stand zu bringen, dass sie diese extrem komplexen Produkte fertigen und warten können. Das klappt übrigens im Ausland nicht so. Einige der Hidden Champions haben sehr große Schwierigkeiten, im Ausland qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Miele ist so ein Beispiel, die Maschinen reparieren und warten können und bilden deshalb im Ausland ihre eigenen Leute nach dem deutschen dualen System aus. Das ist also eine groß angelegte Sache in Indien, in China, in Brasilien. Und ich habe sogar vorgeschlagen, dieses System zu einem Weltprodukt zu machen. Leider habe ich noch keinen gefunden. Ich habe mit Bertelsmann darüber gesprochen, mit dem TÜV. Für eine große Dienstleistungsfirma könnte das ein fantastisches Weltprodukt werden. Diese Form von Selbstlernen oder Selbstausbildung in den Firmen. Ja. Wenn Sie hören. Ja, und auch der Qualitätsbegriff Geselle und Meister. In Korea, in Russland, in China auch. Da gibt es den Ausdruck Meister, um ihn von dem akademischen Master zu unterscheiden. Genau wie das Wort Mittelstand ein Weltwort geworden. Ich war im Januar in Taiwan. Der Präsident, der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, die haben nur die ganze Zeit vom Mittelstand gesprochen. Immer das Wort fließend, ohne Akzent ausgesprochen. Letzte Frage noch in der Runde. Wenn Sie hören Persönlichkeitsbildung, ist das ein Begriff, von dem Sie sagen, naja, das ist so ein etwas schwammiger, weicher, geisteswissenschaftlicher Begriff? Oder ist das ein Begriff, von dem Sie sagen, nee, der trifft eigentlich in den Kern dessen, was ich meine? Absolut. Wir brauchen Leute, die selbstständig überall in der Welt zurechtkommen. Das ist zum Beispiel dann auch kulturelle Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und wir brauchen natürlich diese Firmen. In ihrem Segment an der Spitze stehen. Rund 2700 dieser heimlichen Marktführer gibt es weltweit. Alleine 1300 davon, also ungefähr die Hälfte, sind in Deutschland beheimatet. Sie definieren sich so. Erstens gehören sie zu den Top 3 in der Welt und zweitens liegt ihr Umsatz unter 5 Milliarden Euro.
Sie sind Teil des German Mittelstand, der den Löwenanteil von 70% aller deutschen Exporte beisteuert. Im deutschsprachigen Raum, genauer in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg, erwirtschaften die Betriebe einen Umsatz von 900 Milliarden Euro. Über 26% der gesamten deutschen Exporte gehen auf das Konto der Hidden Champions. Sie beschäftigen insgesamt 1,4 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Was macht diese Firmen so besonders? Genau das hat der Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor Hermann Simon untersucht und dabei den Begriff der Hidden Champions geprägt. Die Zauberformel ihres Erfolgs, so Simon, ist ein Mix aus Tradition, Innovation, Firmenkultur und Internationalität. Rund 1000 von ihnen sind Familienunternehmen mit einer starken Persönlichkeit an der Spitze. Sie besitzen ein wertvolles Stammpersonal, das seit Jahrzehnten in der Firma arbeitet. Der innere Zusammenhalt ist groß, alle ziehen an einem Strang. Da sich die heimlichen Gewinner nur auf ein Produkt spezialisieren, setzen sie Standards und Maßstäbe in ihrer Nische. Sie investieren wesentlich mehr in Forschung und Entwicklung als Großkonzerne. Die Folge: überdurchschnittliche Wachstumsraten und gute Gewinne. Vor allem stellen diese Weltmarktführer ihre Produkte zum größten Teil noch in Deutschland her. Das Outsourcing in die Billigländer betreiben sie nicht. Auf diese Weise bleibt die Qualität der Spitzenprodukte bewahrt. Außerdem bieten viele von ihnen ihre Produkte im Direktvertrieb an, was Kundennähe schafft. Unter anderem spielte die deutsche Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts für den Erfolg der Hidden Champions eine Rolle. Die einstige Enge sorgte dafür, dass deutsche Firmen von Anfang an international arbeiten und international denken mussten, sonst wären sie nicht gewachsen. Ein Drittel der Hidden Champions sieht ihre schärfsten Wettbewerber im eigenen Land, oft sogar in regionaler Nähe. Die harte interne Konkurrenz trägt entscheidend zur Export- und Wettbewerbsstärke dieser Unternehmen bei. Die meisten von ihnen haben die Wirtschaftskrise gut überstanden. Nicht zuletzt sind es die typisch deutschen Tugenden wie Gründlichkeit, Zuverlässigkeit. Für Weltklasse und das Geschäft auf die ganze Welt ausdehnen. Warum sind die so unbekannt? Also viele Firmen in ihrem Buch haben mir nichts gesagt. Zulieferer zum Beispiel, die ich nicht kenne. Ich vermute viele andere Menschen auch nicht. Warum? Es gibt verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist, dass diese Firmen sehr verschwiegen sind, hidden bleiben wollen, um nicht unnötig Konkurrenz zu wecken und um nicht vom Geschäft abgelenkt zu werden. Es gibt eine Studie, nach der Unternehmen umso erfolgreicher sind, je weniger die Chefs in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, in der Presse auftreten. Und das beherzigen die. Es gibt aber dann natürlich technische Gründe. Die Teile, die in ein Auto hineingehen, sieht man nicht. Niemand weiß, dass in Hochhäusern ein Pendel schwingt, das von einer Berliner Firma gemacht wird, um die Balance zu halten. Also man sieht die Produkte nicht. Und dritter Grund, keiner denkt daran, dass jemand die Knöpfe oder solche einfachen Sachen machen muss oder Reißbrettstifte. Diese Weltmarktführer sitzen in Deutschland auch bei diesen Produkten. Es gibt ja Stimmen von außerhalb, also gerade auch aus dem Ausland, die sagen, naja, diese Deutschen, das sind halt irgendwie doch graue Mäuse, die haben sich sozusagen die Produkte ausgewählt, die keiner sonst herstellen will, die irgendwie langweilig und grau sind. Ja, das ist eben das Missverständnis der Märkte der Welt. Wie viele Märkte gibt es auf der Welt? Keiner weiß das. Ich sag mal 10.000. Von diesen 10.000 sind höchstens 100 große Märkte, wo also die Googles, die Apples oder die Autohersteller aktiv sind. Und 98% sind kleine Märkte. Und dort sind unsere Hidden Champions unterwegs und die Nummer 1 in der Welt. Wie viel Akademiker oder wie hoch ist der Akademikeranteil in diesen Firmen? Der ist 20% und hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. In absoluten Zahlen von 100 auf 400 vervierfacht, weil die ja gewachsen sind. Man kann also auch sagen, das sind eigentlich Forschungsinstitute mit angehängtem Produktionsbetrieb. Jetzt steigen wir sozusagen fast mitten in die Diskussion ein. Wir kommen ja zu den philosophischen Aspekten, kommen wir ja noch. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, also für jemand wie Sie als Universitätslehrer, zu sagen, naja,
Scheint nicht so schlimm zu sein, dass nicht jeder studiert. Da werden wir ja im Ausland richtig bös ebenfalls auch kritisiert, weil eben nicht bei uns so viele Leute studieren. Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Das scheint ja einer der Gründe dafür zu sein, dass es uns wirtschaftlich einigermaßen gut geht. Also was ich aus diesen Analysen vor allem entnehme, ist Besonderheiten, die abweichen von dem, was international Standard ist, müssen sich nicht negativ auswirken. Wir haben weniger Finanzsektoranteil an der Gesamtwirtschaft, weit weniger als Großbritannien. Wir haben mehr Mittelstand, wir haben Stadtsparkassen, wir haben Raiffeisenbanken, alles Merkwürdigkeiten aus internationaler Sicht. Wir haben eigentlich bedeuten, also für jemand wie Sie als Universitätslehrer, zu sagen, naja, scheint nicht so schlimm zu sein, dass nicht jeder studiert. Da werden wir ja im Ausland richtig bös ebenfalls auch kritisiert, weil eben nicht bei uns so viele Leute studieren. Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Das scheint ja einer der Gründe dafür zu sein, dass es uns wirtschaftlich einigermaßen gut geht. Also was ich aus diesen Analysen vor allem entnehme, ist Besonderheiten, die abweichen von dem, was international Standard ist, müssen sich nicht negativ auswirken. Wir haben weniger Finanzsektoranteil an der Gesamtwirtschaft, weit weniger als Großbritannien. Wir haben mehr Mittelstand, wir haben Stadtsparkassen, wir haben Raiffeisenbanken, alles Merkwürdigkeiten aus internationaler Sicht. Wir haben eine niedrigere, deutlich niedrigere Akademikerquote, auch eine Merkwürdigkeit. Und es ist sehr gefährlich, wenn man generell der Auffassung ist, wir müssen möglichst weitgehend uns anpassen dem, was üblich ist, weltweit, weil dann geht's uns gut. Das ist ein Irrtum und da konvergiert das ziemlich stark, also Ihr Befund und das, was ich zur Bildung meine. Man kann sich auch unterscheiden und gerade deswegen Erfolg haben. Weil man sich unterscheidet, da gehört Mut dazu und man muss wissen, um was es eigentlich geht, was einem wichtig ist. Also könnte man doch zunächst mal, also jenseits der Systemdiskussion festhalten, einen ersten wichtigen Punkt. Es ist gar nicht zentral, dass der Output von Schulen darin besteht, dass möglichst viele Menschen studieren. Also ich will es mal so formulieren, wir müssen uns sehr davor hüten, eine Botschaft an junge Menschen zu vermitteln, die ungefähr folgendermaßen lautet: Wer sich hinreichend anstrengt und hinreichend was im Kopf hat, der studiert. Und wer auf dem Wege dorthin scheitert, für den gibt es noch andere Angebote. Ist das aber ein Verlierer eigentlich. Wäre eine hochgefährliche Botschaft. Wir produzieren ohnehin viel zu viel Verlierer in unserem Bildungssystem. Und das würde das Ganze auf die Spitze treiben. Aber generell, ich will es mal provokativ zuspitzen, es gibt eine Studie der Bayerischen Wirtschaft, des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, die kommt zum Ergebnis, dass 2020, also sehr nah, in naher Zukunft, etwa 220.000 Fachkräfte fehlen, davon 43.000 Akademiker. Das heißt, die Gleichsetzung von Fachkräftemangel mit Akademikermangel, wie wir es über weite Strecken hatten, ist offenkundig falsch. Und es gibt ein zweites interessantes Befund, dass die Lebensarbeitseinkommen, also über das ganze Leben gerechnet, von Facharbeitern und Akademikern im Westen Deutschlands konvergieren und nicht divergieren, wie man vielleicht meinen könnte, wenn wir in erster Linie einen Akademikermangel hätten. Also selbst wenn es ums Geld geht, muss man sagen, es bedeutet nicht unbedingt einen Vorteil, ein Akademiker zu sein. Ja, und es ist ein Signal der Märkte. Ja, das ist klar. Ich kenne viele Handwerker und Facharbeiter in diesen Spitzenfirmen, die verdienen deutlich mehr als viele Akademiker.